Hey ho und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed 2. Wir sind zurück in Florenz, Ezios Heimatstadt. Nach vielen, vielen Jahren. Und aus irgendeinem Grund sind gerade einige Leute an mir vorbeigerannt. Und schreien hysterisch. Jetzt weiß ich nicht, war das Zufall oder ist das gewollt? Maus, wo bist du? Ah, hier. So, sieht aus als... Moment. Müssen wir überhaupt in Florenz bleiben oder kommen wir dann wieder in ein anderes Gebiet? In der letzten Folge wurde was gequatscht von den Bergen. Ach ja, hier. Och, ja, ist noch Florenz und ist am Fuß von den Bergen. Mittelding sozusagen. Was wollen die Leute denn heute von uns? Florentina-Fiasko. Machiavelli im Bezirk Oltrarno von Florenz treffen. Und um mir das zu sagen, musste ich jetzt... Ach so, es ist Abend. Ja gut, das erklärt einiges. Wenn Piero nur ein Zehntel des Talents seines Vaters hätte, dann hätten wir noch ein Zuhause. Verdammt. Da stehen Wachen. Ich könnte den Konflikt wagen. Ich weiß aber nicht, ob ich dann desynchronisiert werde. Lalala, verdammt. Anonym werden, natürlich. Gut. Ach so. Scheuen wir uns eben nicht vor dem Konflikt. Yeah, Badass Ezio ist wieder am Start. Und schlägt in der Luft rum. Ach, ich liebe die versteckte Klinge. Ich weiß nicht wieso, ich kämpfe nicht gerne mit dem Schwert, das dauert so lange. Hätte man in Assassin's Creed 1 auch machen können. Mit der versteckten Klinge, so richtig kämpfen meine ich jetzt. Ich weiß gar nicht, wie geht das? Oder ging das? Oh, das sind ja noch... Was war denn das? Leute, erschlagt nicht eure Kollegen. Das ist äußerst uncool. Was ist mit den anderen Pappnasen? Ah! Scheinbar haben wir Verbündete auf unserer Seite. Hände weg! Oh, 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 Ezio, ganz böse, ganz böse. Oh, voll in die... gepiekst. Ja toll, dafür musste ich jetzt anonym werden. In Assassin's Creed ist es ja so, man soll mit der Menge verschmelzen. Das ist ja auch eines, wie nennt man das nochmal? Einer der Grundsätze des Credos. Werdet eins mit der Menge oder so in der Art. Was mache ich? Ich scheue mich nicht vor Konflikten. Nee, wäre es nach mir gegangen, wären da jetzt ein paar Leute gewesen und ich hätte das rechtzeitig gemerkt, hätte ich auch versucht, ungesehen nach Florenz zu kommen. Geh mir besser aus den Augen. Gut, du siehst nämlich nichts mehr. Aber Assassin's Creed ist ja jetzt kein Stealth-Game. Oder man kann es so oder so spielen. Je nachdem, für was man eher so der Typ ist. Aber im Prinzip ist es egal, ob man sich jetzt anschleicht oder sich versteckt. Oder ob man jetzt einfach nur sich mitten in die Menge stürzt. Ihr wisst ja, was ich meine. Das ist das, was ich immer mache. Und das mache ich auch immer, das ist selten dämlich. Na los, Ezio. Oh, ein Feder. Das wusste ich nicht. Aber Machiavelli wartet.
Das ist mir egal. Dich wird niemand hören. Oh, doch. Ihn hat jemand gehört. Verdammt. Aber die haben nicht auf mich reagiert. 1:0 für Ezio. Ich sehe da hinten was. Wieder eine Feder. Die hätte ich gerne. Was willst du hier? Unserer Mutti zuliebe. Ja. Das ist auch wieder so eine Sache. Ich hätte sie gerne, aber ich krieg sie nicht. Oh. Habe ich die Wachen am Hals? Hm. Toll. Gut gemacht. Ich bin sprachlos. Na gut, dann gehe ich eben weiter. Ja, ist ruhig jetzt. Sag mal, warum ist hier überall... Ach, da kann man ja wirklich überall runterfallen. Das will ich nicht. Aber andererseits, wenn ich unten auf dem Boden geblieben wäre... Hochmut kommt vor dem Fall. Ja, dann wäre es vielleicht ein bisschen einfacher gewesen. Schnell. Manchmal wünschte ich, der Assassine käme wieder nach Florenz, um uns von der Tyrannei zu befreien. Das ist nur ein Mythos. Eine Gute-Nacht-Geschichte für Kinder. Nein, mein Vater sah ihn vor Jahren... Ja, Meuchelmörder, klar. Gute-Nacht-Geschichte für wenn Kinder. Ihr euch sagt. Hallo. Ich Ezio. Du, Barschlampe von Duccio. Ne, ohne Witz, das ist die. Die hat mehrere Doppelgänger in der Stadt. Vor allen Dingen mehrere Doppelgänger. Ja, also ich bin jedenfalls hier. Ezio ist wieder am Start. Die Stadt ist gerettet. Was ich eben sagen wollte, wäre ich von Anfang an unten auf dem Boden geblieben, wäre ich auch viel schneller zu Machiavelli gekommen. Guten Tag, guten Tag. Wie geht es Ihnen, Herr Machiavelli? Salve, Ezio. Ihr habt einen guten Moment für die Rückkehr gewählt. Es ist also wahr. Savonarola hat die Kontrolle über Florenz. Ja. Zweifellos half ihm dieses heimtückische Artefakt. Dann sollten wir uns endlich darum kümmern. Das könnte komplizierter sein, als ihr denkt. Wann ist es das nicht? Warum erzählt ihr nicht, was ihr wisst? Kommt mit mir. Nicht zu kompliziert für alles Essen. Begann vor ein paar Wochen. Der Mann, den einst alle schmähten, wurde plötzlich von allen vergöttert. Ah, der Apfel. Nur zum Teil. Er hat nicht die Stadt verzaubert, nur die Anführer. Männer besessen von Einfluss und Macht. Das im Gegenzug so. Unterdrücken sie das Volk und setzen seinen Willen durch. Das Volk tut so, als hätte es dazu keine Meinung. Selten ist der Mann, der es wagt, gegen den Strom zu schwimmen. Und so ist es an uns, ihnen die Wahrheit zu zeigen. Alter, der rennt richtig. Hör auf damit. Diese Leichen tragen das Wappen der Borgia. Ja. Der Spanier schickt seine Truppen immer wieder nach Florenz. Und Florenz schickt sie wieder zurück. Normalerweise in Stücken. Dann weiß auch er, dass der Apfel hier ist. Eine unglückliche Komplikation. Los geht's. Räumt das mal jemand weg? Vielleicht kann man die in Scheiben schneiden und ich meine, ihr wisst ja, Italien, das Land der Pizzen. Daraus könnte man ein bisschen was machen. Aber dann würden wir uns Kannibalismus verschreiben. Und ob das jemand möchte, ist wieder eine andere Sache. Oh, lolo. Oh, Entschuldigung, Machiavelli. Ich bin mal gespannt, ob wir in dieser Folge noch diesen Gorgonzola. Was? Gorgonzola. Nee, ja, so heißt er nicht, das ist Käse, stimmt ja. Egal, das ist der einzige Name, der mir gerade einfällt mit Sola am Ende.
Gorgonzola, ich komme! Jetzt sind wieder Wachen. Weitergehen, weitergehen. Was passiert, wenn ich hier reinspringe? Machiavelli steht einfach nur daneben und seine zwei Leibgestalten. Nein, woher denn? Ich doch nicht. Ich bin Ezio. Hallo? Und ja, ein direkter Angriff wäre gefährlich. Wahr. Doch gibt es eine andere Option? Abgesehen von den Anführern haben alle Bürger ihren freien Willen, ja? Sie. Und sie folgen Savonarola nicht freiwillig, sondern aus Angst? Sie. Dann nutzen wir das zu unserem Vorteil. Wenn wir seine Anführer ruhig stellen und Unruhe schüren, wird er abgelenkt und ich habe eine Gelegenheit zum Schlag. Raffiniert. Ich spreche mit La Volpe und Paola. Sie können helfen, den Aufstand zu organisieren, während ihr die Bezirke befreit. Also abgemacht. Ich kümmere mich um seine Helfer. So, nochmal. Der heißt Savarolli, Pepperoni, Savonarola. Ah, okay. Au! Girolamo Savonarola, ein dominikanischer Mönch aus Ferrara, der seinen Job sehr ernst nahm. Er sah die Exzesse seiner Zeit, wie die Reichen die Armen in den Dreck stampften, wie die Priester Ablässe ans Volk verkauften und wurde schließlich verrückt. Er nannte sich selbst ein Werkzeug Gottes, als er über Florenz kam. Seine Predigten versetzten einige Menschen in Ekstase. Er verlangte die Abschaffung jeglichen persönlichen Besitzes, ein Ende des Fortschritts, die Rückkehr nach Eden. Wissen wurde zum Feind. Und mit dem Edensplitter konnte er alles ausradieren. Bücher, Gemälde, Musikinstrumente. Er verbrannte alles im Fegefeuer der Eitelkeiten. Alles nahm seinen Lauf, als seine Legionen die Kontrolle übernahmen. Dann sank Florenz ins Dunkel. Ja. Danke, Sean. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte noch was sagen, wollte zur Karte rüber. Ihr wisst ja, ich wollte mir die Karte ansehen. Girolamo, Savonarola, Gorgonzola, Pepperoni, Cantuccini. Geburtstag, was? Geburtsjahr 1452. Beruf, dominikanischer Priester. Herrschaft, was? Herrschaft von Florenz. Oh. Oh. Girolamo Savonarola. Nein, Schnauze. Alle Schiffe, die den Hafen der Stadt an. So. Jetzt kommen wir zu einer, was heißt schwierigen Mission oder schwierige Mission nennen. Die hat's ganz schön in sich, sagen wir's mal so. Manche Missionen sind so, ja, die anderen sind aber beste Bezeichnung. Noch präziser hätte ich es nicht ausdrücken können. Ihr könnt euch jedenfalls darauf einstellen, dass ich mehrere Versuche für einige Missionen brauche, weil das echt nicht so einfach ist. Oh, nein, nicht in die Wachen reinrennen. Was war denn das gerade? Habt ihr das auch gehört? Dieses... Wir könnten noch mal Leben nachfüllen. Ihr seht ja da hinten die Kuppel. Da müssen wir zum Beispiel einmal drauf. Und das ist einer der Missionen, die ich meine, bei denen ich ziemlich lange gehangen habe. Weil man da muss man erstmal ausprobieren, was man genau macht und wie man es am besten anstellt, nicht entdeckt zu werden. Ihr werdet gleich sehen, was ich genau damit meine. Beziehungsweise, ich weiß noch nicht, ob wir jetzt sofort dahin gehen. Vielleicht suchen wir uns einfach mal ein anderes Ziel aus. Ja, zum Beispiel können wir... wo sind wir denn? Hier. Das sind die drei nächsten. Hä? Nee, Moment. Welche Richtung laufen wir denn? Hier.
Nee, eben nicht. Nee, so. Ach, egal. Gehen wir weiter. Und schauen uns... Och, Mann, was ist denn heute los? Und schauen, wo uns unser Weg heute hinführt. Genau. Das hätte ich auch gesagt. Was? Ist der einfach... Oh je, das kann was werden. Wegen dieser Mission, da bin ich jetzt ganz ehrlich, habe ich das Spiel auch eine Zeit lang weggelegt. Weil ich so gefrustet irgendwann war, dass ich dann, glaube ein halbes Jahr nicht mehr gespielt habe. Kennt das ja bestimmt. An sich ist die Mission nicht schwer. Wie gesagt, wenn man weiß, wie man es macht, dann ist es auch machbar, da ist eine Feder. Aber wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt, dann ist es echt nicht so einfach. Vielleicht kriegen wir eins doch hin. Du kannst, ja, ich kann. Du darfst. Du darfst nicht. So, macht Platz für den Alleskönner. Was ihr könnt, ist im Weg rumstehen, auf Balken stehen und runterfallen und absaufen. Das könnt ihr. Mehr nicht. Ich weiß jetzt nicht mal, was das... Ah, doch, jetzt weiß ich's. Ach, beginnen wir mal mit dieser Mission. Sichert diese Kisten. Wir können nicht erlauben, dass der Inhalt in falsche Hände gerät. Ja, das ist einer der Missionen, weswegen ich gehangen habe. Ungesehen an Bord des Schiffes gelangen und dem Treiben des Händlers ein Ende setzen. Mal sehen, wie hart die Unbelehrbaren sind, wenn sie nichts mehr zu essen bekommen. Ja, das unbemerkt töten, das ist ja normal bei Assassin's Creed. Müssen Sie Savonarola als Führer anerkennen. Aber das ist hier, ich weiß nicht, das ist hier noch ein bisschen krasser. Das war natürlich jetzt ziemlich doof von mir, das gebe ich gerne zu. Das probieren wir nochmal. Eieiei, ich weiß auch, dass ich das erst geschafft habe, als ich wirklich 100 Mal probiert habe, wie ich am besten auf das Schiff komme. Ich muss eigentlich nur ins Wasser kommen. Das reicht schon. Wenn Sie essen wollen, müssen Sie Savonarola als Führer anerkennen. Wie die Medici das früher einen Angriff in dieser Stadt haben können, ist mir schleierhaft. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das schlau war. Schlimm ist es nicht, weil die schwerste Mission. Oh, ich mache den Fehler immer und immer wieder. Ich stehe ja normalerweise auf Herausforderungen. Aber noch nicht auf das. Wir müssen nur noch die Fesseln der Vergangenheit abwerfen. Den Herrn, der jetzt unseren Retter... Nirgends. Ich blinzle und er ist weg. Ja, das haben Assassinen so an sich. Ist er einfach verschwunden? Ja, jetzt zieh ab, Mann. Da oben ist er. Wenn Sie essen wollen, müssen Sie Savonarola als Führer anerkennen. Gut, das mache ich nicht mehr.
Es ist auch schon Zeit, die Folge zu beenden. Ihr seht jetzt ungefähr, was euch in den nächsten Folgen erwarten wird. Aha. Mal sehen, wie hart die Unbelehrbaren sind, wenn sie nichts mehr zu essen bekommen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn sie essen Ciao. Wollen, müssen sie Savonarola als Führer...